Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ja, nach einer kleineren Pause, wo jetzt wenig Videos gekommen sind oder wenn irgendwelche ja, Zusammenschnitte aus den Livestreams, die ich jetzt bei Twitch ab und an mal mache, ist es endlich mal wieder Zeit für ein größeres Projekt auf meinem Kanal. Und nach einer ja, etwas längeren Suche habe ich dann auch mein neues Projekt gefunden, und zwar A New Beginning. Ich meine, was passt besser für einen Neustart, wenn nicht A New Beginning? Ja, genau, was in dem Spiel, was da die Story ist, das weiß ich selber nicht so genau. Ich hatte einmal kurz reingeschaut, oder ob die Steuerung passt und so weiter, aber gespielt habe ich noch nicht. Das werden wir jetzt gemeinsam tun. Und bevor ich jetzt noch weiter lange rumrede, klicken wir einfach mal auf neues Spiel und stürzen uns ins neue Abenteuer. Das neue Spiel starten, jawohl. Hast du die Uhr im Blick, Gefreiter? 300 Sekunden und kein Spielraum. Und vergiss nicht, schau niemals direkt in die Sonne. Was? Noch 280 Sekunden. Verdammt! Mein Messgerät scheint defekt zu sein. Nein, ich fürchte, es ist vollkommen in Ordnung. Nur noch 240 Sekunden. Wir haben gerade Nachricht von Antarktika, Machu Picchu und Ostozeanien erhalten. Die Messungen ihrer Windscouts stimmen mit den unseren überein. Wir rechnen mit einer Sonneneruption innerhalb der nächsten 2 Wochen, vergleichbar mit der Oswald-Eruption von 2113. Wir wissen alle, dass das Erdmagnetfeld nicht mehr in der Lage ist, uns vor einer Eruption diesen Ausmaßes zu schützen. Unsere Zeit ist abgelaufen. Es ist noch nicht zu spät, Quaddy. Wir haben immer noch eine Chance. Was ist mit dem Phoenix-Plan? Wir könnten entkommen. Der Phoenix-Plan ist kein Evakuierungsplan, Hardy. Im Gegenteil. Doch Salvador hat recht. Eine Manipulation ist unsere letzte Chance. Wovon reden die? Ist die Sicherheit unserer Piloten inzwischen gewährleistet? Nigel, in 2 Wochen erwartet alles Leben auf der Erde der sichere Tod. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Es wird Zeit, dass wir endlich den letzten Schritt wagen. Den Schritt zurück. In die Vergangenheit. New Beginning. Oh, da hört die Musik plötzlich auf. Der Prolog. Verflucht. Nicht schon wieder. Ich hoffe, ich habe noch genügend Ersatzteile. Es hört einfach nicht auf, was? Dann wollen wir mal sehen, was mit dem Ding nicht stimmt. Wünschen Sie eine Einführung in die Steuerungsmodalitäten? Fragt uns dieser kleine grüne Stift. Wir wünschen uns eine Einführung natürlich. Wie ihr schon gesehen habt, es ist ein Point-and-Click-Adventure, auch wieder aus dem Hause Dedelic, deswegen ungefähr wird es
wahrscheinlich ähnlich sein wie die anderen Spiele schon, die wir gespielt haben. Aber wir nehmen jetzt einfach mal die Hilfe an. Bewegen Sie den Mauszeiger auf die rote Klappe, auf die Klappe der roten Maschine und halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Warten Sie erst, bis die Steuerungsmünze eingerastet ist. Natürlich. Bewegen Sie dann die Maus nach rechts oben zum Befehl öffnen und lassen Sie erst dann den Mauszeiger wieder los. Ja, dann, da ist die Münze eingerastet und da öffnen wir wieder die Klappe. Sehr gut. Auf diese Weise lassen sich Objekte auch näher betrachten. Sehen Sie doch den Motor mal genauer an, indem Sie diesmal das Verb ansehen auswählen. Der kleine grüne Stift drückt sich sehr gepflegt aus. Aha. Da haben wir ja das Problem. Der Keilriemen ist gerissen. Wo finde ich denn jetzt einen Ersatz? Ja, mit Ihrem neu erlangten Wissen sollte es Ihnen nun ein leichtes sein, den gerissenen Keilriemen zu entfernen. Ja, genau. Wir warten, bis die Münze einrastet und nehmen den Keilriemen. Genau. Sie tragen den Riemen. Sie tragen den Riemen nun bei sich. Drücken Sie kurz die rechte Maustaste, um Ihr Inventar zu öffnen oder zu schließen. Versuchen Sie nun, den Keilriemen im Inventar über die Steuerungsmünze zu verknoten. Okay, wir machen das Inventar auf und verknoten. Naja, ein Versuch ist es ja. Ach, klar. Wer benutzt nicht oder wer knotet nicht den Keilriemen zusammen, wenn er nochmal halten soll? Ob das hält? Na, wir werden sehen. Um zu überprüfen, ob die Reparatur von Erfolg gekrönt war, aktivieren Sie nun den Fogger. Okay. Machen wir erstmal das Inventar wieder zu. Starten. Los geht es. Oh. Das hört sich nicht so gut an. Ach, das war's. Der Riemen ist wieder gerissen. Na, toll. Es führt wohl keinen Weg dran vorbei. Ich brauche einen Ersatz. Ja, finden Sie nun einen Weg, den Fogger richtig zu reparieren. Jedoch nicht hier und auch ohne mich. Oh nein, der grüne Pinsel verlässt uns auch schon wieder. Legen Sie Ihren Mauszeiger über die Treppe zu Ihrer Rechten. Ach da, klicken Sie einmal kurz und lassen Sie das Abenteuer beginnen. Ja, dann auf geht es. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben eine Angel. Die Angel war ein, das ist sehr meditativ, oh, Ben. Moment. Seit dem Sitz. Moment, nochmal. Da war ich etwas so schnell. Die so. Angel war ein Vorschlag von Dr. Angust. Das ist sehr meditativ, Ben. Da kommst du mal zur Ruhe. Seitdem sitze ich jeden Morgen am Ufer und glotze apathisch ins Wasser. Okay. Nein, die Angel ist nicht die Lösung meiner Probleme. Auch wenn Dr. Angust etwas anderes behauptet. Aber wir können die doch mitnehmen. Hier haben wir noch eine Reuse, ein Boot. Eine Tür. Können wir die öffnen? Natürlich. Was ist denn das überhaupt für ein Haus? Ist das unser Haus? Früher sind wir jeden Sommer hergefahren. Meta hatte die Hoffnung, dass wir hier zusammen alt werden. Von diesem Traum ist nicht mehr viel übrig geblieben. Nur noch das Haus und ich. Anscheinend ist es unser Haus. Wir gehen mal rein. Oh, hier. Schöne Bar und ein Esstisch. Lass mal setzen. Ich mache später Pause, so, wenn der Vorgang repariert ist. Ja, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Die Tür, können wir die Tür mal wieder zumachen? Genau, so. Haben wir keine Säcke vor der Tür hier. Müssen wir Fernseher einschalten. Chaos auf den Straßen von Oslo. Heute Vormittag um 11 stürmten gewaltbereite Demonstranten die Europazentrale der Internationalen Energieaufsichtsbehörde. Damit protestierten sie gegen die geplante Lizenzverlängerung von insgesamt 7 Kraftwerken des umstrittenen Energiekonzerns Indus Industries. Im Zuge der Belagerung gelang es einigen militanten Autonomen, sogar Geiseln zu nehmen. Dazu ein Sprecher der Behörde. Wir waren von Anfang an offen für einen friedfertigen Dialog. Aber die momentane Lage zwingt uns leider dazu, hart durchzugreifen. Die Aktivisten müssen einsehen, dass sie mit ihren illegalen, extremistischen Aktionen keine politischen Entscheidungen erzwingen können. Wenn diese Aktion überhaupt einen Einfluss auf das Urteil hat, dann einen gegenteiligen. Während die ersten Verletzten abtransportiert werden, bereitet sich die Polizei auf eine lange Nacht vor. Eine der längsten Nächte im sonst so friedlich. Und so dreht sich die Welt auch ohne mich weiter. Genau, wir machen einfach wieder aus. Machen einfach die Ohren zu und dann haben wir es nicht gehört. Das sind Selbsthilferatgeber, die mir Dr. Angust empfohlen hat. Ich frage mich, ob sie die selbst liest, bevor sie die weiterempfiehlt. Bestimmt. So. Ich bin doch kein Schraubenzieher. Wege aus dem Workaholismus.
Ich weiß nicht. Ein Schraubenzieher hat wenigstens einen Nutzen. Geiler Buchtitel. Ich bin doch kein Schraubenzieher. Ah, die Wege aus dem Workaholismus. Ja, sehr schön. Unser Sonnenurlaub in Italien. Meta strahlt wie eh und je. Ich habe wahrscheinlich wieder nur die Rettung der Welt im Kopf. Ob wir glücklich geworden wären, wenn mir die Zukunft des Planeten egal gewesen wäre? Ja, richtig. Wie wir in diesem kleinen Vorspann oder in diesem Intro gesehen haben, ist hier wohl so klimatisch ein bisschen die Kacke am Dampfen. Oh, die Flaschen sind ja immer noch da. Wer sollte sie auch wegbringen? Richtig. Deswegen wollten die jetzt irgendwen in die Vergangenheit wieder zurückschicken, um das wahrscheinlich zu ändern. Aber die Frage ist halt, darin sind ist wir nur schon das Notwendigste. Sind wir schon in der Vergangenheit wieder oder ist das noch vor der Zukunft oder, na, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, das Öl hat er, endlich hat er mal was mitgenommen, was ich ihm gesagt habe, ey, das ist auch wunderschön. So, erstmal den Kühlschrank aufmachen. Ein trauriger Anblick. Besser wieder zugemacht. Ich räume das morgen weg. Ja, er räumt das morgen weg, so sieht es hier auch aus. Schön, die Fliege hier über dem Tisch. Wir räumen das morgen weg. Na, das klar. Sind die Bücher, die mir Dr. Angus ans Herz gelegt hat. Ach, ich habe sie hier neben das Bett gelegt, um die Chance zu erhöhen, dass ich mal reinschaue. Noch mehr Bücher? Ah, ich wollte gerade sagen, wo welches Bett denn? Das sollte ich mal machen. Tja. Aber nicht heute. Ja, natürlich. Machen wir auch morgen. Nachdem wir aufgeräumt haben, lesen wir die Bücher auch. Okay, Schlafkojen, was können wir nochmal angucken? Mein Bett. Ja. Anfangs habe ich noch versucht, in Metas und meinem alten Bett zu schlafen. Dann bin ich aber nach unten in Duvis Koje umgezogen. Mein Sohn kümmert sich um mein Lebenswerk und ich schlafe in seinem Kinderbett. Ja, auch okay. Man muss wissen, wann es Zeit ist, sich zurückzuziehen. So, nee, nicht da rein. Kommen wir hier wieder raus. Wir gehen mal wieder raus, indem wir die Tür öffnen. Hier drin haben wir keinen Keilriemen gefunden. Aber wir haben ein bisschen was über uns erfahren. Hier ist Müll. Können wir den Müll mitnehmen? Wegräumen. Macht er bestimmt auch morgen, ne? Früher hätte ich das noch gemacht. Aber spätestens in einer Woche sieht es hier wieder genauso aus. Die reinste Sisyphos-Arbeit. Ah, okay. Uns scheint das so ein bisschen egal zu sein hier. Okay. Das Boot hat auch schon einiges abgekriegt, aber noch schwimmt es. Muss ja. Okay. Das Boot aber ja. Noch. Okay, die Reuse. Ich habe Dr. Angus gesagt, dass ich Angeln unerträglich finde. Daraufhin hat sie mir die Reuse empfohlen. Okay, können wir die mitnehmen? Ich habe schon alles versucht, aber ich kann mit diesem Ding einfach nichts anfangen. Ja, lass mich mal machen. Das wird schon. Gehen mal hier in die Tür. Vielleicht im Keller, vielleicht hat er da irgendwie. Die ist abgeschlossen. Der Plan war wohl, alles hinter mir zu lassen. Ich hatte an dem Tag so viel getrunken, dass ich nicht einmal mehr weiß, wo ich den Schlüssel versteckt habe. Oh, Junge. Oh. Fähig im Boot. Das Boot hat auch aber noch... Nein, okay. Boah, was ein Sack. Jetzt hat er den Schlüssel hier versteckt. Okay, vielleicht hat er den drin nehmen, aber... Früher sind wir jeden Meter von nur noch... Ja, okay. Okay, was denn, wenn wir wieder hochgehen? Können wir irgendwo anders noch lang gehen oder so? Fogger, hier ist nur der Baum, den können wir nochmal... Wir können da hochklettern? Ach, geil. Im Sommer hat Meta oft allein unter dem Baum gesessen und gelesen. Schade, dass ich ihn fällen muss. Der Winter wird kalt. Okay, können wir nochmal hochklettern? Das macht mein Rücken nie im Leben mit. Ach. Vogel. Er frisst die Schädlinge im Holz. Leider nicht schnell genug. Okay, was haben wir hier noch? Der Fogger, die Klappe. Tja. Okay. Ja gut, dann gehen wir nochmal runter. Schauen wir nochmal nach. Hab ich hier drin irgendwas übersehen? Esstisch? Manchmal bekomme ich Besuch von Dr. Angus. Deswegen der zweite Stuhl. Ah, okay. Ich mache später. Ja. Ja, Dude, wo hast du denn deine Keilriemen? Jeder muss doch hier
Keilriemen haben. Mein Bett. Ja, okay. Dein Bett, Bücher, die Küche, Kühlschrank, eine Bar, Küchenschrank. Ja, da muss der Schlüssel... Aber es macht ja eigentlich auch keinen Sinn, einen Schlüssel drinnen zu verstecken. Also, für mich macht es wenig Sinn. Okay, ist noch weiter Müll. Aber wenn die ja kaum den Müll gepackt haben, ne? Das gehört heutzutage leider dazu, wenn man so nah am Wasser lebt. Das und die jährliche Flut. Früher hätte ich da aber okay. Die reinste... Ja, das ist die Fußarbeit. Ja, toll. Tür. Der Keller. Mausoleum eines gescheiterten Lebens. Und der einzige Ort, wo ich Ersatzteile für meinen Fogger finden könnte. Ach, ja. Leider ist das abgeschlossen. Kann ich vielleicht die Angel irgendwie mitnehmen? Und dann da so mit dem durch die Tür angeln oder so? Und dann da von drin... Die Angel war... Das ist ja, seitdem... Okay, bla bla. Nein, die Angel ist nicht die Lösung meiner Probleme. Auch wenn Dr. Angus... Was weißt du denn schon? Was war das? Pflanzenöl haben wir hier. Kann ich da irgendwas Dampfogger machen mit? Irgendwie ansehen? Mein Fogger. Ja. Das hat er ja schon mal gesagt. Muss ja irgendwie Öl nachkippen oder sowas. Kann ich auch den Kairi mitnehmen wieder? Entfernen. Weg damit. Richtig. Weg damit. Oh, hier ist noch eine Schraube. Auch die ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Weg damit. Genau. Hier ist ein Loch. Da war die Schraube. Oh, okay. Captain Obvious hier. Was haben wir hier noch? Wir können da weg, wir können da weg. Hier ist ein Laufrad. Es scheint zu klemmen. Das erklärt auch den kaputten Riemen. Aha. Es scheint zu klemmen. Kippen wir noch einfach ein bisschen Öl das drauf. Das ist ja total verrostet. So, das müsste funktionieren. Ja, okay. Achso, der Keilriemen ist jetzt wirklich komplett weg. Da ist es auch nochmal. Ich hoffe nicht, dass das auch verrostet ist, weil sonst habe ich ein Problem. Scheint in Ordnung zu sein. Sehr gut. Das ist schon mal eine gute Einstellung. Du bist ja Unbekannter. Oder haben wir schon mal den Namen von ihm gehört? Nee, ne? Also nicht, dass ich wüsste. Ein Keilriemen, den nehmen wir nochmal mit. Ich drehe mich im Kreis, womit ich dem Keilriemen eines voraus hätte. Kannst du den nicht nehmen? Ich drehe, ey, womit ich... Nimm doch den Keilriemen mit. Das Gefühl... Warum will er denn den Keilriemen nicht mitnehmen? Wofür auch immer ich den brauchen kann. Aber erstmal mitnehmen. Okay, die Gehäuse will er nicht mitnehmen. Ja, wenn er sich ansieht, sagt er wieder, Angeln ist nichts für mich. Ich habe Doktor darauf. Genau, ja. Ich habe schon, aber ich kann... Kann nichts damit anfangen, sagt er. Ist natürlich eher schlecht. Die Tür. Ja, Müll, das Boot, da kann ich auch nichts machen, außer anzusehen. Ah, ich habe gerade herausgefunden, wie man es wieder abbrechen kann, wenn man sich was anschaut. Sehr praktisch. Kann man die Tür machen wir mal zu? Hier irgendwas übersehen? Ne, hier ist nur der Fernseher. Ach, wo versteckt man denn den Schlüssel? Ich hätte jetzt unter der Fußmatte nachgeguckt. Darin ist nur das Notwendigste. Aber. Warte, wäre in dem Bild irgendwas? Mein Team auf der Atlas 11. Wir dachten wirklich, die Zukunft der Welt ruhe auf unseren Schultern. Ach so, das ist ja so. Und ich wollte gerade sagen, dass... Ah, guck mal hier. Ich dachte gerade, das wäre auch eine Frau, die auch das Schnauzbart hat. Ich meine, wer es tragen kann, ne? Auf Reis. Sieht mir doch verdächtig nach. Na, sieh mal einer an. Ja, da guck mal einer Stau. So, wir nehmen den Schlüssel. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ihn hier versteckt zu haben. Ja. War ich denn wirklich so betrunken? Hat es anscheinend auch ganz gute Koordinationsfähigkeiten, obwohl du so voll warst. Na gut, so, dann gehen wir mal hier raus. Und dann gehen wir mal hier runter. So, wir gehen jetzt mal vor den Keller. So, und was im Keller ist, ne, das sehen wir
in der zweiten Folge von A New Beginning. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Ihr könnt ja einfach mal Feedback dalassen. Ansonsten sehen wir uns in der zweiten Folge von A New Beginning. Bis dahin, auf Wiedersehen.